Also, ich mit meinem Schlitten hab noch nie so doll gelitten. Kein Schnee für meines Schlittenkufen. Ja, ich muss den Pannendienst rufen. Der Engel vom ADAC sagt ganz verzweifelt nur, oh nee, für Schlitten haben wir keine Reifen. Das müssen leider Sie begreifen. Ja, was tun? Ein großer Laster muss nun her. Der Schlitten ist ja furchtbar schwer. Ja, ich Weihnachtsmann, ich schufte fleißig. Doch überall ist Tempo 30. So kommt das Gespät, was das Geschenk nicht pünktlich an. Es ärgert sich ein jeder Mann. Ich Weihnachtsmann, ich schufte fleißig. Was? Ach, bei 30 war ich ja schon mal, oder? Ja. Wir sind 70. Ja. Also, die Geschenke sind nicht angekommen. Und jetzt weiß ich, was passiert ist. Ja, muss ich erst mal nachgucken. Ja. Rentiere, die stehen da und lachen. Und sagen, was macht der Alte bloß für Sachen? Sie könnten sich vor Freude biegen. Er hat vergessen, wir können fliegen. So kriegt auch diesmal jedes Kind, wie auch immer, sein Geschenk geschwind. Denn sollte es mal nicht so sein, Frau Holle ließ es dann schon schneiden. So sause ich nun her wie besessen. Wo ist mein Sack? Und verflixt nochmal, den habe ich vergessen. Na egal. Tief in den Wald werde ich jetzt gehen, mich in meinen Schlitten schmeißen, den Rentieren Pfeffer geben und vergrämt nach Hause reisen. Fast ein Jahr lang werde ich ruhen. Tschüss, ihr könnt das Gleiche tun. Oh, toll. Oh, da guckst du, was? Ja. Tief aus der Wüste komme ich her. Ich möchte euch sagen, es weihnachtet sehr. Aus des Kamels Hinterritzen sah ich schon goldene Funken spritzen. Ich bitte auch den nötigen Ernst. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Ritze. Funkenspritzen. Ah ja, ist ja recht so. Na gut. Du musst das aber aufpassen, was? Ja, genau. Also geht's weiter. Als Weiser aus dem Morgenland wurde ich ins Abendland verbannt. Derweil der alte Weihnachtsmann getrost nach Hause fliegen kann. Mir wurde die Aufgabe übertragen, ja, was wollten? Aha, die Gaben zu übergeben. Das erträumt sich doch gar nicht. Aber ist ja egal. Ja. Was soll ich noch sagen? Da ist da oben der Zettel. Moment. Also, machen wir gleich weiter. Jetzt weiß ich's. Die Gaben zu verteilen, obliegt jetzt mir, es kann jetzt losgehen, ich bin ja hier. Egal, hier mit dir waren, ist auch schön. Gut, machen wir jetzt. Bums, was fällt denn hier raus? Oh, ich hätte Geld schon. Nee, das ist ein Brief vom Weihnachtsmann. Ach, das ist schon richtig. Ach so. Ja, richtig. Also, der Würfel wurde von uns erfunden. Den Weisen aus dem Morgenland. Hier. Und ich habe ihn hier gefunden. Ja, es geht gleich weiter. So. Ha. Fein. Mal nachgucken.
So, also, so kann ich auch bei euch hier schwingen, majestätisch meinen Feenstab. Ach, deswegen haben sie mir den mitgegeben. Also, den Feenstab. Schön, und wenn sie auch mal. Alles gut? Ja, du machst mal weiter. Doch soll das Wunder nun geschehen, so könnt ihr auch schon vor euch sehen. Jawohl, könnt ihr die Schätze aus dem Morgenland. Ich hoffe, sie werden nicht enttäuschen. Besseres fiel mir nicht mehr ein. Ich wünsche euch Glück und keine Sorgen, Gesundheit und viel Sonnenschein. So nehmt die Gaben nun entgegen und seid darüber nicht verdrossen. Der Waisenrat hat sich geeinigt. Vom Umtausch ausgeschlossen.